Und jetzt kommen wir zu Rab in Gefahr und zwar zum ersten Teil. Denn Sie wissen, in einer Kampfsportschule werden verschiedene Kampfsportarten unterrichtet. Dort war ich zu Gast und habe dort ein bisschen gelernt. Ich habe angefangen mit Karate. Morgen sehen Sie dann, glaube ich, was haben wir morgen? Kickboxen, ja, und verschiedene andere Sachen. Jetzt aber erstmal Rab in Gefahr, Karate, erster Teil. Schauen Sie hier. So, heute bin ich mal hier bei einer asiatischen Kampfsportschule. Hier wird unterrichtet unter anderem Karate, Judo, Jiu-Jitsu, Kai und Kickboxen. Ja? Und da muss ich jetzt mal rein, weil ich heute Kickboxen lernen will. Komm. So, wie war noch Ihr Name? Mein Name ist Donner. Donner? Ja. Nein, richtig, Sie heißen Donner? Wirklich Donner, ja. Thunder? Thunder, ja. Oder auf Japanisch Kaminari. Kaminari heißt richtig. Donner auf Japanisch? Ja. 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 Mit Nachnamen, Vornamen? Mit Vorname Willi. Willi Donner. Richtig. Was für ein Name. Ja? Besser richtig, kann man nicht. Ja, Sie unterrichten hier sozusagen alle möglichen asiatischen Kampfsportarten. Richtig, ja. Sie selber können welche? Ja, Karate, Judo, Jiu-Jitsu, Thai-Boxen. Thai-Boxen machen Sie auch? Richtig. Was machen wir denn als erstes heute? Ich würde sagen Karate. Die elegante, disziplinierte Art. Aus Japan, aus Kyoto. Ja. Wir machen also das Inryo Kenpo Karate. Natürlich. Ja. Mit dem anderen Scheiß gehen wir uns gar nicht erst ab. Dann mache ich mich erstmal karatemäßig fertig. Ja. Ja. Ziemlich kurz um und bin dann sofort wieder da. Prima, bis Willi. Gleich. Jo. Wie viele Jahre muss man eigentlich diesen Sport machen, um diese so eine Schlappen tragen hier zu dürfen? So, womit fangen wir denn mal an? Wir fangen mit Karate an, einverstanden. Ja. Sollen wir das Jöppchen anlassen oder? Ist Ihnen das zu albern, dann ziehe ich es aus. Ist sehr albern, ja. Ist Ihnen zu albern? Ja, ja. Okay, dann lassen Sie aber die Schlappen auch aus. Ist in Ordnung. Okay. Gut. Okay, dann geht's. Sie stehen schon so ein bisschen da, als wollten Sie mir gleich die Fresse polieren. Beim Training versucht man sich nicht weh zu tun, oder? Richtig, ja. Wir machen also Leichtkontakt, das heißt, wir berühren uns also. Hallo. Ja. Sind Sie sicher, dass das eine Karate-Schule ist hier? Ist ganz sicher. Ah! Ah! Das gibt's ja gar nicht. Der kann mit dem Zeh allein schon so einen Schmerz aus. Wie haben Sie das denn gemacht? Ist das auch ein Karate-Trick? Ja, ja, klar. Wie haben Sie das denn gemacht? Mit dem Zeh. Was haben Sie denn für Zehen? Sie haben mir so auf den Fuß gedrückt. Ja, das ja. Hat so weh getan. Mhm. So, jetzt haben wir die richtige Haltung. Ja. Also, nehmen wir mal die Faust, ja. Die Muskelkraft und die Atmungskraft zusammen. Okay. Ja. War ein bisschen später. Ja, damit du das mitkriegst. Ne? Ach so. Ist ja klar. Also ich mache erst und dann mache ich. Ja, mach mal. Ja. Ja. Okay. Ja. Das war sehr rustig, ja. Aber. Ach so. Okay. Als Abwehr nehmen wir eine Bewegung, die sieht so aus. So. Ja. Und dazu nehmen wir die Faust dann zur Seite. Ja. Wieder Abwehr. Was? Abwehr. So. Jeder hatte zwei Arme, einen linken, einen rechten Arm. Aber das wäre, wenn ich jetzt schlagen würde, dann würden Sie. Dann so die Abwehr. Ach so. Und so kommt er. Ja. Da muss ich kurz zeigen, wenn man die Hand einsetzt. Die Hand ist ja nicht so stark wie die Faust. Ja. Aber sehr effektiv. Nur mal zum. Ja. Nur mal hier. Ah! Ah! Gehört das auch zu Karate? Ja, ja. Man muss ja wissen, was passiert. Ja, ja, ist nicht klar. Ah! Ah! Das aber ja, so lernt man den Kampfschrei. Wie? Was haben Sie denn da jetzt gemacht? Ja, ich greife die Nerven an. Ja. Lass mal die Hände unten, passiert gar nichts. Ja, also ja. Ob die Handkante dahin schlägt, ja. Die Handkante dahin schlägt. Nur jetzt in dem Fall habe ich gezeigt, dass sie die Nerven ja. Da kurz angehört. Ja. Das geht natürlich ja. Auch da. Ne? Also, ah. Wenn wir schon so gut sind mit den Armen, können wir mit ja. Den Beinen weiterarbeiten. Ne? Kerl. Denk dran, hier ist genau die Stelle zum Arbeiten. Und hier, da kann man gut aufstehen. Sie wissen aber, wann es bricht, oder? Ja, ich hoffe ja. Anwinkeln, das Bein, strecken, anwinkeln, stehen. Anwinkeln? Strecken, nicht wackeln, nicht wackeln. Balancefuße behalten. Natürlich. Nochmal, und hopp, hopp. Oh, sehr gut. Noch einmal. Ja. Beim Thai-Boxen gehen die Techniken, oder beim Boxen gehen die Techniken eigentlich immer in der Hauptsache auf den Kopf. Ja. Beim Thai-Boxen ist es anders. Ja, wo geht's hin? Ja, zum Kopf, ja. Zum Körper, zum ah, Bein. Also, ne? Zum ich, Bein. Ja, das sind so Beintechniken. Wahnsinnig! Au!
Ja. Judo ist also doch schon mit Werfen, Haltegriffe, ja. Armhebel und natürlich auch Würgetechnik. Ja. Zeig dir mal einen Würgetechnik. Ja. Ah! Geht so ganz, ganz leicht. Ja, ganz leicht. Ach, das sind alles so Tricks. Unfassbar. Ja. Wie der Willi das macht. Ja. Ah! Das kennst du mit der Hand. Was? Das kennst du doch. Ich kenne hier. Kennst du den? Nee, nee. Ja, okay, ja. Komm, jetzt zeig dir mal. Guck mal, darf mich mal festhalten. Ja. Guck, wenn ich jemand. Aber Sie wissen, wann es bricht, oder? Sie wissen, wann es bricht. Ja, ja, ja. Guck zu. Ich habe überhaupt keine Chance. Das ist unfassbar. Wenn man weiß, wie es geht. Ja. Man macht es zu Hause immer aus Quatsch, aber das ist ja. Ja, das ist dann. Das machen die Kinder mal. Die machen Brennnessel. Nein, nein, auf, Brennnessel! Aber hier, da bin ich gut. Komm, kann ich da? Ja. Moment, da muss ich. Wobei meinst du? Zu spät. Ich bin dran. Ich bin dran. Komm. Nein, 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 nein. Das erst muss ich mal machen. Das ist eine Karate-Erwärmungstechnik. Ja, ich habe aber schon einen Punkt. Das ist eine Karate-Erwärmungstechnik? Ja, klar. Für die Dreijährige, da macht ja nichts. Okay, okay. Ich bin aber dran. Ja, okay. Gezuckt. Halbpuschel nicht. Nicht zuckeln. Pass nee, auf. Nee, nein, nein, nein. Punkt. Da hab ich getroffen. Wieder getroffen. Ja, 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 jetzt bin ich dran. Jetzt bin ich dran. Erst wenn du nicht. Du darfst nicht zuckeln, okay, aufpassen. Okay. Ne? Du darfst auch nicht festhalten. Okay. Weißt du? Weißt du, ne? Du hast doch eine rote Hand. Nochmal, komm, jetzt bin ich mal dran. Ja, okay. Ich bleib auch stehen mit den Händen. Okay. Ja, war schon vorbei. Mal dran, komm, mal dran. Ja, aber nur unten zählt. Ah! Unten zählt ja nicht. Ja, aber du haust aber auch zu. Komm, ich nochmal. Ja. Ah! Ja, ich war doch noch dran. Oder habe ich mich vertan? Tut mir echt leid. Ja, ja. Den Trick kannst du auch. Ja, ich glaube, wenn man Fahr aber nicht. Fahr aber nicht um. Du weißt, dass er den Weg tut. Ja, ja. Ich weiß, wenn man Karate kann. War das jetzt schon Karate oder Judo? Ja, das war schon mehr so spezielle Technik. Spezielle Technik? Ja. Also, ja. Nur für Schwarz. Du hast ja Schwarz gerade an. Ja, ja, ich habe Schwarz. Du wolltest ihn ja anziehen. Natürlich. Ja. Ich will es ja auch heute noch ein bisschen erschlappen. Du kennst doch den Fuß. Guck mal hier! Da, guck mal! Da! Nur mit diesem Fußtrick Socken zerstören! Das sind noch ganz billige Socken vom Aldi oder so. Ein 10er-Pack. 1,95. Okay. Aber da können wir mal sehen, was der für einen Druck im Zeh hat, der Mann. Das war nicht ja, Sie können mit dem ja Druck kann natürlich auch zum Bau arbeiten. So einen normalen Flip-Flop-Schuh können Sie gar nicht anziehen. Ne? Der Zeh, der sprengt den direkt. Genau. Wir haben natürlich Bretter da, das sind keine Bretter vom Schreiner, ja, sondern diese Bretter kann man immer wieder benutzen, ohne dass man Schmutz hat. Ja, aha, okay. Kommst du alleine oder? Ich komme alleine. Ich helfe dir auch. Wenn du mir nichts tust, ich bin jetzt schon ein bisschen. Jetzt guck zu, die Mitte leise drauf. So, und ja? Zack, und drauf. Ja, oh, guck, normal, und, ja. Ja, das war doch gut. So, ja. Und jetzt ein bisschen fester, komm, einmal drauf, und das einmal. Ja! Du kannst doch mal. Du musst aber was tiefer, damit ich mit dem arbeite. Ja. Ja. Die Technik zu. Zwei? Zwei? Mach du erst mal vor. Pass muss mal ich auf, da und mal. Zwar so. Ja, man kann auch mit dem Kopf üben. Mal einfach vormachen, erst mal, ja, bitte. Also zwei ist nicht so schwer, aber. Wenn ich Willi Donner heißen würde, dann würde ich das auch, ja, kaputt schlagen mit einem. Ja, gut. Okay. Die Faust nah am Ohr, damit der Ellbogen nicht mit der Spitze trifft. So, so, so. So, wa? Ja. Okay. Und! Ja, das kannst du normal, dann schaffst du es. Und. Ja. Ein bisschen mehr Schwung. Ja, komm, mit einem Mal schaffst du auch noch. Ja. Du hast morgen nichts vor, ne? Ich muss jetzt mental irgendwie. Das hilft, das hilft. Mental? Das hilft, ja. Seite hier. Ja, 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 du bist einfach zu langsam geworden. Das ist schade. Aber einmal schaffst du noch. Komm, on. Ja. Ja, gestern am Wanne war ich da nicht. Würde erst mal denken, ach, guck mal, die Pfeife ist rausgeschlagen. Genau, Ole. Und dann kriegst du Willi auf der Straße? Was hast du normal? Was kriegst du so für Klamotten? Ganz normal. Trainingsanzug. Trainingsanzug. Achso, nee, dann wäre ich schon wieder vorsichtig. Würde ich sagen, komm hier, den Willi. Na, Willi? Du Pfeife, dich hau ich platt. Ja? Und dann kommt ihr nur mit dem dicken Zeh und macht mich platt. Ja! Morgen der zweite Teil. Dann machen wir, glaube ich, Thai-Boxen. So, lieber Herr Raab, jetzt kommen wir mal zu Erfreulicheren. Ja, okay.
In Bayern, wenn man unten anstößt, ja? Das beherrscht er schon, stelle ich fest, mit Weißbier stößt man unten an, ja? Sagt man dann du zueinander. Von Rabi zu Rubi, oder? Ach, darf ich Rubi sagen? Ja, darf ich Rabi sagen? Rubi! Ja, Rubi! Rabi, ja, Mensch, Rubi! Prost. Du Sack, du! Darf er jetzt zusagen? Nicht so viel, nicht so viel. Ach so, du hast zu viel Döner-Kebab gegessen, ja, oder? Genau.